da freue ich mich voll, dass das geklappt hat, gell? Es ist perfekt. Ich habe gemerkt, du bist ja sehr. Hat eh noch nicht geklappt, jetzt müssen wir es einmal machen, bitte. Also ich glaube, du hast viel zu erzählen, weil. Ja. Weißt du, bei mir ist es wie mit den alten Weibern. Den ganzen Tag sitzt ja nah daheim und dann gehen sie zum Arzt und dann rennst du nieder. Und du bist der Arzt in dem Fall. Wie gefällt dir eigentlich das Set? Weil ich habe mir gedacht, ich weiß ja gar nicht, wie du zu Hause eingerichtet bist. Du hast viel zu tun, stehst du auf Kunstblumen? Schau, ich bin ja geteilt. Es gibt den Künstler-Alf und den Privat-Alf. Ne? Mhm. Und der Privat-Alf lebt ganz anders wie der Künstler-Alf eigentlich. Jetzt bist du der Künstler-Alf, gell? Jetzt wird der Künstler-Alf und der Privat-Alf, das geht ganz einfach. Der Privat-Alf ist so dann. Ja, du schaust echt voll anders aus. Ich kenne dich nur mit dem Kapperl. Ja, bei meinen ersten Auftritten habe ich das schon aufgehabt. Lustig. Wie viel hast du denn davon zu Hause? Ja, leider zu wenig, weil ich habe einen relativ kleinen Kopf und ich finde die richtige Größe nicht. Und ich habe ja, schau, die kaufe ich die Kapperl, dann sind sie mir zu groß, dann koche ich sie. Dann koche ich sie oder haue sie in die Waschmaschine kochen und dann sind sie oft wieder verzogen, dann passen sie mir wieder nicht. Und waschst du sie dann auch dazwischen? Ja, leider zu wenig oft, weil ich sie meistens brauche. Okay, gut, ja. Nach 3 Wochen da rein gab es da Kotz eine Brust. Das ist ja fürchterlich. Das glaube ich, ja. Du, aber dein Modegeschmack ist ja auch sehr extrem, oder? Also, weil du, ich habe immer das Gefühl, du hast was an, was man nicht kaufen kann. Deine Glockenhosen, die bunten Hosen. Ne, das kriegt man nicht. Das muss ich Verschneider machen lassen, weil früher bin ich zur Caritas gerannt und habe stundenlang durch die Stadt und eine Glockenhose findet man kaum. Ich verweigere ja alles eigentlich, was modern ist. Ich bin ja eigentlich, ich habe überhaupt, also okay. Da finde ich, es ist aber eine Ehre, dass du heute dann da bist, oder? Wenn wir über Mode sprechen. Ja, Mode, weißt du, das ist für mich so, ich habe meistens sehr verrückte Freundinnen gehabt, die haben sich aus Billersäcke selber Kleider genäht und total verrückt. Und da habe ich mal eine Freundin gehabt, die hat dann Kleiderkosten gehabt, ich glaube, da war Minimum 100.000 Euro oder 150.000. Die hat Hermes gehabt und Prada und Gucci. Und tut mir leid, habe ich gesagt, du, ich nehme dich so nicht mit in die Stadt. Schaust du nicht auch ein bisschen online, wenn du online shoppst? Gibt es das bei dir gar nicht? Nein, ich gehe schon gern shoppen, aber eher früh shoppen wie sonst was. Und sonst, nein, shoppen mit deinem Sinn gehe ich gar nicht. Ich gehe einkaufen grundsätzlich, shoppen gehe ich nicht. Okay, gut, ja. Einkaufen. Aber wie gesagt, auch online oder ist das nicht so dein Geschäft? Nein. Für mich ist wichtig, ich mag das Haptische. Also, und ich kaufe auch Bücher zum Beispiel extra immer in Geschäften. Mhm. Und auch wenn es teurer ist, außer jetzt mein Parfüm, habe ich jetzt einmal online bestellt, weil da bestellt dann 6 oder 7 Flaschen. Und dann erspart man sich gleich mal 200-300 Euro. Ja, aber stimmt. Grundsätzlich versuche ich das so zu machen, dass ich die Geschäfte unterstütze und alles wirklich in den Geschäften kaufe. Du, aber was gibst du aus für dein Gewand? Ist du, grundsätzlich, ich habe fast nichts. Ich habe eine Jacke, die habe ich im Winter und im Sommer an. Der Mario, mein Manager, kein Set, die habe ich immer an, die hat schon Löcher, ich muss sie bald wieder nicht kaufen. Okay. Ich habe keine Krawatten, Hemd jetzt nur fürs Programm, ja. Kein Anzug, kein Sakko, gar nichts. Ich kann auf viele Events gar nicht hingehen, ich bin weil du nichts zum Wahnsinn hast. Sag, ich habe das gewohnt nicht. Aber würdest du dir nicht einmal einen Anzug kaufen? Ich kann das nicht. Okay. Das bin ich nicht, das passt zu mir nicht, dann gehe ich halt nicht du, hin. Aber wenn du jetzt da als Bühnenalf da sitzt, was siehst du dann zu Hause an? Nee, ich habe meistens, also entweder ist so, die ziehe ich gelegentlich privat an, aber meistens grob geschnittene Bootcut-Jeans, obwohl ich mir die auch schwer kriege, meistens sind die Jeans unten so eingeschnitten, ja, genau. Das mag ich nicht. Bootcut kriegt man fast nicht. Und dann halt irgendwie meistens schwarz, Rollkragenpullover. Habe mir letztens gleich 4 gekauft vom Gleichen. Die Leute glauben, ich habe jeden Tag das Gleiche an. Ja. Aber ich muss mir keine Gedanken machen darüber, was ich anziehe. Dann ist eine nietzscheanische Waschmaschine, das ist das Nächste. Eine das was? Ist halt nietzscheanisch. Was ist Nietzsche, das bitte? Ich lese sehr viel Philosophie. Naja, das, was stark genug ist, überlebt. So, okay. Und ich habe jetzt immer eingestellt auf die gleichen Grade, ja. Und nie geschaut und dann kaufe ich 3 neue Pullover und dann kommen alle zu kurz aus. Ja, genau. Fällt dir auf, wenn wer schlecht angezogen ist oder fällt dir auf, wenn wer ganz skurril angezogen ist? Sicher, ich sage, meine Freundinnen waren meistens ja sehr gut gekleidet, aber als sehr individuell oft. Extravagant, oder ja. Extravagant, hat es auch gegeben, aber wie gesagt, mit den Hermes und Gucci-Zeug habe ich ein Problem, stimmt, das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Bei Frauen ist mir das auch wichtig. Bei Männern finde ich es eher gockelhaft, wenn sie so sehr modisch und sich sehr um das Äußere bemühen. Bei Mann interessiert mich das ehrlich gesagt überhaupt nicht. Bei Frauen finde ich es interessant, ja. Du, und du, ich sehe, du hast Converse an. Sind dir eigentlich cool Schuhe auch? Ich hasse Converse. Wie viel hast du? Nein, ich hasse Converse. Schau, ich war ja früher Langstreckenläufer. Ich bin ja Weltmeisterschaften gelaufen. Echt? Und ich kenne mich mit Füßen sehr gut aus. Und ich habe beide Meniskusse operiert nach meiner Karriere. Mhm. Und eigentlich brauche ich Schuhe, die ein gutes Fußbett haben und so. Und das ist ja das letztklassigste Converse. Ja, warum hast du das? Ja, genau. Um meine spätjugendliche Paarungsbereitschaft den jungen Mädchen nach außen zu zeigen. Also, ich gehe ja sehr viel zu Fuß auch.
Und ich, wie gesagt. Aber du fährst schon mit dem Auto auch, du hast deinen Bus, hast du gesagt. Aber ja? Schon, ich gehe gern, ich bin ja ein Erlagscheinzahler, ich zahle ja, ich mache ja kein Online-Banking, nichts. Ich gehe mit jedem Erlagschein auf die Bank. Und nachdem alle Banken zusperren, muss ich jetzt immer schon weiter gehen. Ach so. Ich gehe wirklich weit schon auf die Bank. Ja, das taugt mir, ich gehe auf die Bank. Ja, mir taugt das. Ich mag das, wenn ich schon Wand kaufen gehe und in ein Geschäft gehe, allein die Musik, was da gespielt wird. Da glaube ich, habe ich so oft das Gefühl, ich bin in einer Diskothek. Und du, für deine Bühnenoutfits, du hast es gerade gesagt, da überlegst du schon was. Weil du hast ja jetzt ein Hemd, passt ja auch zu deinem neuen Programm. Ja, aber das Programm heißt Humor im Hemd. Und da haben wir gedacht, brauche ich ein Hemd auf der Geil, Bühne. Ja. Jetzt bin ich 52, jetzt will ich es noch einmal wirklich wissen. Weißt du, jetzt habe ich die Energie noch, obwohl ich frage mich eh schon jeden Tag in Früh, wer zuerst verkalkt, meine Kaffeemaschine oder ich. Aber jetzt bin ich noch richtig Schlagzeug, E-Gitarren, Vollgas, viel Kunst auf der Bühne. Und es geht eigentlich darum, was man heutzutage überhaupt noch sagen soll, kann oder darf. Und gibt es irgendwann den Moment, wo du dein Kapperl runternimmst? Jetzt zum Beispiel.